Ich bin bei meiner Erkundung auf ein paar Wrackteile gestoßen. Hab's erst als weitere Anomalie abgetan, bis Geist Ikoras Schiff beschrieben hat. In dem Wrack war niemand, also lebt sie noch. Wir müssen sie nur ausfindig machen. Ja, und das ist immer leichter gesagt als getan. Ich schicke ein paar Koordinaten raus. Du hältst Ausschau nach etwas, das dem Sattel auf Io ähnelt. Dort starten wir unsere Suche. Wir sind nicht die Einzigen, die Ikora finden wollen. Wird euch die Schar bereits lästig? Die haben wir im Griff. Wir gehen in die Vollen. Ich unterstütze euch moralisch. Konzentrierte Dunkelheit. Das Mindeste, was wir tun können, ist, sie sinnvoll einzusetzen. Mehr von diesen Abscheulichkeiten des Zeugen. Vorsicht, Hüter! Euch den Koordinaten des Wracks. Gibt es Zeichen von Ikora oder ihrem Geist? Bisher nichts. Da! Da vorne! Wir wissen, dass Ikora ihr Schiff verlassen hat. Vielleicht hat sie etwas gefunden? Das mag sein, aber ein Alleingang ist das Risiko nicht wert. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Zum Glück hat sie die beiden fähigsten Jäger des Systems, die ihr beistehen. Ach ja. Und wann kommen sie hier an? Dieser Schild erzeugt konzentriertes Licht. Damit kannst du diese Quelle mit Energie versorgen. Wo sich Licht ausbreitet, schwindet Dunkelheit. Klingt, als hättest du Ikoras Feldtagebuch gelesen. Ich versuche immer von den Besten zu lernen.
Vor uns ist noch mehr Schar. Augen auf. Das sind wieder Anhänger von Xivu Arad. Natürlich folgen sie dem Aufruf des Zeugen. Naja, wie schön, dass jemand aufgepasst hat. Wenn ich leuchtende grüne Augen sehe, ballere ich um mich. Und entschuldige mich dann später bei Aris.
Einsatz von Energie aus Licht und Dunkelheit hat also diese Barriere zu Fall gebracht. Mara hat oft über die Balance von Licht und Dunkelheit gesprochen. Wir Erwachten wurden im Konflikt erschaffen. Unsere Verbindung zur Dunkelheit ist so tief verwurzelt wie die Verbindung zum Licht. Nicht alle Hüter sind Erwachte, aber es fühlt sich so an, als würden wir alle diesen Konflikt teilen. Das ist definitiv Ikoras Schiff. Schauen wir uns das mal genauer an. Commander, Hüter, ich hoffe, ihr seid beide in Sicherheit und habt Krähe gefunden. Ich konnte euch nicht per Funk erreichen, daher bin ich mir nicht sicher. Ihr wisst, dass ich mich ohne Beweise nicht überzeugen lasse. Wie hast du es genannt, Zavala? Wissenschaftlicher Eigensinn? Aber dieser Ort hat etwas unheimlich Unantastbares an sich. Ich spüre einen Impuls. Ich suche selbst den Kontakt mit dem Reisenden. Ich spüre, wenn ich ihn anrufe, wird er antworten. Wenn nicht hier, wo sonst? Trefft mich am Sattel. Es ist genau so, wie ich es in Erinnerung habe. Hals und Beinbruch. Diese Messwerte erinnern mich an etwas, auf das Krähe und ich kurz nach unserer Ankunft gestoßen sind. Etwa noch ein charmanter Revolverheld mit schurkisch gutem Aussehen? Ein Schar-Oger. Aber definitiv genauso bescheiden wie du. Macht sich aus dem Staub. Krähe, wie bist du dem denn vorhin ausgewichen? Ausgewichen? Clint, wie oft hast du mich wiederbelebt? 5-mal? 6-mal? 12-mal. Aber wer zählt schon mit? Nicht schlecht. Einfach fehlende Leistung mit Hartnäckigkeit wettmachen. Shit.
Wir haben ihn erledigt. Und sieh mal, Licht. Es schafft einen Weg nach vorne. Hüter, ich registriere erhöhte Macht. Sowohl im Licht, als auch in der Dunkelheit. Hey, wenn wir Ikora finden, wenn sie... Ikora ist stark. Es wird ihr gut gehen. Oh, das ist gut. Großartig. Aber darum mache ich mir weniger Sorgen. Ich wollte eigentlich wissen, ob du glaubst, dass sie noch sauer auf mich ist. Wieso? Ich habe mein Versprechen gebrochen. Ich bin draufgegangen. Mach dich bereit, Hüter. Die Streitkräfte des Zeugen sind auf dem Weg. Wir haben Ikora gefunden. Sie ist in tiefer Meditation. Wenn Ikora meditiert, erhält sie vielleicht tatsächlich ein paar Antworten vom Reisenden. Danke, Hüter. Ich dachte, hier würde der Reisende mich vielleicht in irgendeine Richtung weisen, wie einst den Sprecher. Ich schloss die Augen und öffnete Herz und Verstand. Ich glaube, ich hörte ihn. Schreien. So wie wir, als wir durch das Portal kamen. Dieser Ort. Wissen wir. Der Zeuge infiziert den Reisenden. Dunkelheit vereint sich mit Licht. Ich wünschte, Osiris könnte das sehen. Er hatte immer eine Hypothese. Hier kommt meine. Der Zeuge stürzte den Reisenden in die Dunkelheit.
kam wohlbehalten zurück. Ist noch jemand bei dir? Wahrscheinlich nicht Commander Zavala. Dafür würde er dich nicht gerade loben. Hey. Ich habe getan, was ich konnte, okay? Unter den Umständen wird Big Blue mir sicher vergeben. Und du? Mann. Das ist zu viel. Einfach zu viel. Es reicht schon, dass der Zeuge in unsere Herzen und Köpfe blickt, unsere Erinnerungen zurückholt. Aber das... Ikora, komm schon, sieh mich an. Tu ich doch. Ich weiß, es ist hart. Ist es für mich auch? Hart? Was weißt du schon darüber? Du bist immer wie ein Irrer rumgerannt. Hast Zavala und mir jedes Mal alle Verantwortung überlassen, wenn... wenn wir ein Team sein sollten. Ich weiß. Ich werde es wieder gut machen. In Ordnung. Thank you.
Ist noch jemand bei dir? Wahrscheinlich nicht Commander Zavala. Dafür würde er dich nicht gerade loben. Hey. Ich habe getan, was ich konnte, okay? Unter den Umständen wird Big Blue mir sicher vergeben. Und du? Nein. Es ist zu viel. Einfach zu viel. Es reicht schon, dass der Zeuge in unsere Herzen und Köpfe blickt, unsere Erinnerungen zurückholt. Aber das... Ikora, komm schon, sieh mich an. Tu ich doch. Ich weiß, es ist hart. Ist es für mich auch? Hart? Was weißt du schon darüber? Du bist immer wie ein Irrer rumgerannt, hast Zavala und mir jedes Mal alle Verantwortung überlassen, wenn... wenn wir ein Team sein sollten. Ich weiß. Ich werde es wieder gut machen. In Ordnung. Wusste, du magst nicht. Nicht so vorschnell. Du hast noch einiges aufzuholen. Na, dann fangen wir besser an. Ikora hatte schon immer eine starke Verbindung zum Reisenden. Deshalb hat sie auch im Gegensatz zu Zavala festeren Boden unter den Füßen. Sie war schon lange nicht mehr so ratlos. Aber dieser Ort lässt dich eine Definition von Vertrauen hinterfragen. Ikora sagt, unsere Erinnerungen verändern die Landschaft, wie die Aszendentenebene. Aber hier ist sie rein. Es ist keine Neuschöpfung, sondern ein neuer Gedanke. Deshalb ist der Zeuge hier. Er will den Reisenden nutzen, um das Universum zu versteinern und es in eine Form zu zwingen, die seiner Vorstellung entspricht. Der Zeuge hält den Zweck für etwas Finales. Er wählt ein perfektes Ende für uns. Seine verheißene Erlösung. Das klingt eher nach Besessenheit. Man kann das Leben nicht messen. Kleine Details nicht festlegen. Es ist wild. Unbeständig. Nie perfekt. Wie das Licht scheint es in alle Richtungen. Und wirft auch Schatten. Commander Zavala würde dem zustimmen. Komm schon, Hüter. Rufen wir den Einsatztrupp. Die Scans sind eindeutig. Dein Körper ist ein Konstrukt aus Licht. Selbst wenn du es nicht als Waffe nutzen kannst. Tja, dafür bräuchte ich wohl meinen Geist. Ja, aber trotzdem. Das grenzt schon fast an ein Wunder. An etwas, das nur hier möglich war. An diesem unwahrscheinlichen Ort. Du klingst wie Zavala. Was noch? Der Reisende hat mich aus einem bestimmten Grund zurückgebracht? Genau. Ikora. Hast du eine bessere Erklärung parat? Hab ich nicht. Ich hab nur meine Knarre. Keine goldene Kanone, keinen Geist. Kann ich dich was Persönliches fragen? Schieß los. Was hast du denn bei deinem endgültigen Tod gesehen? Also das ist jetzt echt nicht fair. Nein, ist es nicht. Licht. So hell, dass es mich komplett verbrannt hat. Aber ich habe keine Hitze gespürt, kein bisschen. Eigentlich habe ich gar nichts gespürt. Nicht mit meinem Körper, weil ich den ja dort zurückgelassen habe. Deine Thanatonauten mögen es eins mit dem Reisenden sein nennen. Aber ich nenne es zu Hause. Kein Schmerz, keine Furcht, kein Vorhutpapierkram. Wie im Himmel. Und Sundance? Sie hat auch dort geleuchtet. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich vermisse sie. Noch
noch mehr, als ich euch vermisst habe.